Liebe Rapidler, wir dürfen unseren Verein in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten nicht im Stadion unterstützen. Das bedeutet für Rapid neben den emotionalen und auch den atmosphärischen Schaden natürlich einen enormen wirtschaftlichen Schaden. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, meinen Abo-Vertrag selbstverständlich nicht zu kündigen und mir auch nicht die fünf Heimspiele jetzt in der Meistergruppe refundieren zu lassen. Sollte es euch wirtschaftlich und finanziell möglich sein, bitte folgt diesem Appell. Behaltet eure Abos, verlängert eure Abos, sofern das möglich sein wird, und lasst euch die 5 Spiele nicht refundieren. Das hilft dem Verein in dieser momentanen Situation zu überleben. Und zwar nicht nur, um die Gehälter der Profimannschaft zu zahlen, sondern auch die vielen Arbeitsplätze, die Rapid direkt und auch indirekt schafft, zu erhalten. Ich bedanke mich schon heute bei euch für die Unterstützung und hoffe, dass es viele Nachahmer findet. Rapid wird es immer geben. 1899 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Mein heutiger Gast wird gemeinhin als Fußballprofessor bezeichnet. Der Grund liegt darin, dass er sich auch beruflich mit Fußball als Forschung und als Wissenschaft beschäftigt. Ich bedanke mich und darf jetzt einmal seine ganzen Titel aufzählen beim Universitätsprofessor Dozent Dr. Roman Horak. Wir haben uns vorab geeinigt, in weiterer Folge die Titel wegzulassen. Deshalb bedanke ich mich einmal für die Zeit, für die Möglichkeit, dass wir in den nächsten Minuten über den Fußball allgemein, aber auch Rapid vielleicht aus einer etwas anderen Sicht ein bisschen plaudern können. Die Tradition will es so, dass in meiner Sendung sich die Gäste abseits ihrer Position oder Tätigkeit einmal vorstellen. Bei Ihnen würde ich bitten, vielleicht der erste Teil einmal, wie wurden Sie Rapid-Anhänger? Mhm. Sie sind, wenn ich das sagen darf, Jahrgang 53, also haben schon das eine oder andere Jahr mit unserem Verein erlebt. Und zum Zweiten vielleicht auch eine kurze Vorstellung Ihrer Tätigkeit. Sie sind Buchautor unter anderem, beschäftigen sich sehr mit dem Fußball der Zwischenkriegszeit. Also vielleicht auch, wie Sie den Fußball in Ihren Beruf oder in Ihrer universitären Arbeit einbeziehen. Gut, da fangen wir an mit dem allerersten, mit dem Wie wurde ich Rapidler? Das ist eigentlich relativ simpel und leicht zu erzählen. Wir sagen in den frühen 60ern, schätze ich mal, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich bin ein Bub auf dem Lande, der am Land aufwuchs, in einem Dorf, wo irgendwie Fußball, was ein Bauerndorf ist, nicht so wichtig ist. Es aber einen Verein gibt, der in der zweiten Klasse Nord gespielt hat. Und der eher sozialdemokratisch orientiert war, wie es halt klassisch war auf dem Land. Fußball war aber natürlich für alle Buben dem Alter von 10 auf und runter eine spannende Angelegenheit, ein interessantes Feld, das man selber schlecht oder besser betrieben hat. Ich habe es eher schlechter betrieben, also bis ganz schlecht eigentlich. Und man hat Interesse daran gehabt, was so in der Welt des Fußballs passiert. Bei uns im Dorf waren eigentlich fast alle, meine Klassenkameraden und Alterskollegen, Sportclub oder Austria-Anhänger, interessanterweise. Sportclub ist klar, frühe 60er, späte 50er war der Sportclub ein präsenter Verein, der irgendwie noch was hergemacht hat. Und vor diesem Hintergrund habe ich gedacht, weil ich immer ein Widerspruchsgeist war, das mag ich nicht, Austria, alles ein Austrianer und Sportclub-Anhänger. Ich wäre doch lieber Rapidler und auch deswegen, das ist wirklich eine völlig mutwillige Entscheidung, es gab damals einen Tormann namens Roman Pech, ja. Der war gerade gespielt, der Rapid gespielt ein paar Jahre. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie, das gefällt mir ganz gut. Und das war ich glaube, wirklich eine Entscheidung. Das war so ein erstes Gefühl. Und dann, was war gewesen, Mitte der 60er, schätze ich mal, hat die Rapid noch mit Glechner, ohne Starkner, ohne Bjerregaard, aber mit Glechner sicher, Gebhardt war schon dabei. Wir hatten noch gespielt damals, Flögel wahrscheinlich schon, sicher der Flögel, sicher der Seitel. Kaltenbrunner wahrscheinlich auch noch, ich kann mich dunkel erinnern. Haben die gespielt in einem Nachbardorf und ich bin mit dem Radl hingefahren, würde mir die anschauen. Und da bekommt ich Rapid gespielt gegen einen FC irgendwas. In Zakafa, ich habe es lange nicht mehr vergessen, das ist halt so wichtig. Dann haben wir halt irgendwie die mit 10, 12, 12, ich weiß nicht mehr, weggefiedelt. Und da war klar, jetzt habe ich gewusst, wo ich hingehöre. Das war so eine Entscheidung aus der Distanz. Das sind jetzt meine Freunde und ich wäre Rapidler. Das bin ich dann sozusagen als ein Anhänger, der nicht viel gewusst zum Verein hat, weder
den Platz, die Pfarrwiesen besucht hat, damals noch, sondern so aus der Distanz den Verein verehrt habe, gleichermaßen. Und das hat sich dann verdichtet im Laufe der Jahre, wo ich dann ein paar Mal in meinen späten Teenagerjahren mit einem älteren Freund auf die Pfarrwiesen gefahren bin und mir ein paar Spiele angeschaut habe. Und dann waren die 70er und da hat dann das Fußballinteresse ein bisschen nachgelassen. Da war ich auf der Uni, habe studiert, war linksradikaler Student, war Politik wichtiger als Fußball und es war immer ein bisschen präsent, die Rapid, aber sie war in den Hintergrund gerückt, mehr oder weniger. Und das ging in den ganzen 70er so. Und dann irgendwann einmal im Zug der 80er habe ich mit zwei Freunden in der Wohngemeinschaft gewohnt. Damit beginnt auch meine fußballforscherische Tätigkeit, interessanterweise. Wir haben alle unser Studium abgeschlossen gehabt in den frühen 80er Jahren und dann beschlossen, was machen wir jetzt beruflich. Und wir hatten vorher schon ein ganz Forschungsprojekt gemacht in den frühen 81, 82, glaube ich, über die entstehende Alternativbewegung, über die frühen Grünen, die grüne Vorgeschichte, haben wir so ein ganz Projekt gemacht. Da haben wir gedacht, das fällt mir ganz gut als Arbeit. Lesen, schreiben, nachdenken, Leute befragen und das gemeinsam erforschen, erarbeiten. Und da, eines Tages so im Frühstücksgespräch, einer von uns, kann ich ja sagen, das war der Kurt Stocker, später ein Filmproduzent, war GAK-Anhänger. Ja, Kader, das war ja für uns unernst. Dann der Wolfi Reiter war Austrianer, ich war der Rapidler. Und haben uns gedacht, das muss gewesen sein, 83 ungefähr, 83, 84, glaube ich. 83, 84 muss gewesen sein, ja. Gab es in den Zeitungen so was wichtige Themen, waren darunter auch das sogenannte Fußballrauditum. Das heißt, es waren Berichte über Fußballausschreitungen in den Zeitungen. Und wir haben uns gedacht, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Und haben dann irgendwie so ein kleines Exposé verfasst und das ein Wissenschaftsministerium eingereicht. Und der Rudolf Burger, damals wichtiger Ministerialbeamter, und der Mann, obwohl das völlig, thematisch völlig fremd war, man hat diese lustige Idee, macht das Burschen, hat uns wenig Geld gegeben. Wir haben uns eingekaut wie die Bösen, zwei Jahre lang haben recherchiert, Interviews gemacht, die ganze englische Literatur zum Thema aufgearbeitet, die es damals gegeben hat. Das ist wirklich sehr fleißig gearbeitet, zwei Jahre, für kaum ein Geld. Und diese Forschungspraxis hat uns involviert, was für uns zentral wichtig war, nicht nur aus der Distanz über die Fans zu schreiben, sondern mit denen unterwegs zu sein. Das heißt, wir waren unterwegs mit den Fans im Fanbus, im Zug nach Graz, Linz, mal gefahren, glaube ich, vielleicht auch Salzburg, ich weiß es nicht mehr so genau. Rapid-Anhänger. Mit Rapid-Anhängern, genau. Also ich habe die Rapid-Anhänger gemacht, der Wolf Reiter die Austria-Anhänger, der Stocker hat irgendwie so dazwischen herumlaviert, als Georg Kahler hat ein besonders viel zum Vermelden gehabt, damals noch. Und jetzt da wieder. Auf jeden Fall habe ich dann um die Rapid gekümmert gehabt und war dann regelmäßig in den frühen Mitte der 80er in der Kurven im alten Hanepi-Stadion. Und dann haben wir uns wahrscheinlich unbewusst irgendwann auch gesehen. Ja. Ja. Haben dann also versucht, einfach präsent zu sein, haben auch mal Fragebögen gehabt. Das ist eine ganze Palette von Instrumenten, von Gesprächen bis Fragebögen, also wirklich alles durchgekommen. Haben die Leute damals mitgemacht? Die haben auch mitgemacht, interessanterweise, ja. Also wir haben das so organisiert gehabt, das war, glaube ich, ein ziemlich schlauer Trick, ist vielleicht fast zu viel formuliert gewesen, aber Zugang, wir versucht haben, nicht nur blöd abzufragen, irgendwelche Gewaltparameter, sondern zu schauen, warum sie Rapidler und Fußballfans überhaupt sind, was das für sie bedeutet. Und das haben wir kombiniert gehabt in einer zweiten, späteren Studie dann, die wir abgemacht haben, ich will das nicht so weit ausführen, die dann auch besser finanziert worden ist, ab 85, 86. Haben wir versucht, da Fragen zu stellen nach der Vereinsgeschichte. Das heißt, wir haben einen Fragebogen gehabt von 3-4 Seiten, hinten dran haben wir abgefragt, welcher wichtiger Rapidler, wann, wer das war und so weiter. Und da gab es aber interessanterweise relativ gutes Wissen bei den Fans, was mich überrascht gehabt hat. Also die haben wirklich relativ viel gewusst über den eigenen Verein. Das war für uns zugleich A, ein wichtiges Ergebnis, das zu haben, und B, ein wichtiges Mittel, an die Typen ranzukommen. Weil die haben so gewissen Ehrgeiz haben sie entwickelt gehabt, was zu wissen. Und haben wir die anderen Fragen auch beantwortet dann. Das heißt, unser Hauptziel damals war das, das muss man, kann man rückblickend sagen, das Ganze, die Debatte wegzurücken von einer Gewaltdebatte hin zu einer Kulturdebatte. Wir wollten schauen, wie ist Fußball für die Menschen, für die jungen Buben, es war ja fast nur Buben, wichtig, wie ist es im Leben integriert, wie bedeutsam ist es für sie. Und ja, das hat sich dann als nicht uninteressant herausgestellt. Und in der Folge ist das Thema dann mir hängen geblieben, mehr oder weniger.
Und bei den Kollegen andere Sachen gemacht, ich bin da haften geblieben. Und war ich auch, was ich vergessen habe zu erzählen, ich war ich auch ab 84 wieder regelmäßig in Hütteldorf im Stadion. Also jetzt nicht nur als Forscher, sondern zuerst auch als einmal, Fan. Zuerst einmal als Forscher und dann sehr schnell als Fan auch. Das hat sich sehr schnell ergeben gehabt. Ich habe dann gratis Karten vom ÖFB gehabt, was eigentlich super war. Ich bin regelmäßig allein noch hingegangen und habe einfach auf die Süd gesetzt, habe mir die Sachen angeschaut, das Spiel angeschaut. Nachdem ich diese ganzen Feldforschungsaktivitäten abgeschlossen gehabt habe, so in den mittleren späten 80er Jahren, in der Kurve, habe ich dann beschlossen, jetzt bleibe ich dort und bin geblieben. Aber ich möchte mal zurückkommen auf die fußballforscherischen Geschichten, weil die nicht uninteressant war. Wir haben uns immer sehr bewusst international orientiert gehabt. Wir wollten nicht nur simpel bestenfalls deutsche Fußballgewaltforscher rezipieren, sondern wollten schauen, jetzt hat man England. War klar, das zentrale Thema ist Fußball, ist eigentlich England, wo das Ding herkommt. Und da gab es eine Reihe von wichtigen, guten Kollegen in England, die sehr viel darüber geschrieben gehabt haben. Ich habe einen davon kontaktiert, so ist es 87 gewesen, sind wir getroffen, bei einer Konferenz für Fußballfans in Nordengland, in Preston, weiß ich mal, das, Preston in Lancashire. Das war mein alter Freund John Williams, den ich damals kennengelernt habe. Der John war damals schon einer der explodierten englischen Fußballfan und dann Fußballforscher überhaupt. Und dann habe ich ein Semester an der Uni zugebracht, 1989, als Gastforscher in Leicester. Er ist zwar Liverpool-Anhänger, weil er dort herkommt. Aber war da unten in Leicester, muss ich auch Sportdimension sein, glaube ich. Müssen wir mal anrufen wieder einmal. Auf jeden Fall, der John Williams war ein wichtiger Typ in der Fußball-Fanforschung. Und da habe ich das Semester von Herbst 1988 bis Frühjahr 1989 und habe mich aufgrund dessen internationalisiert. Habe also dann Konferenzen besucht in Griechenland, habe einen Kollegen kennengelernt, den Pierre Lanfranchi, einen Fußballhistoriker, siebensprachig, glaube ich. Ein völliger Hans Dampf in allen Gassen geborener Krause, mit einer Frau aus Deutschland, in England, Italien lebend, hat er mich kennengelernt, immer Gitarre rauchend. Und der Pierre hat dann irgendwie versucht, das war ein sehr wichtiger Schritt, glaube ich, alle möglichen Fußballforscher Europas zusammenzukriegen aus allen Ländern. Da ging es nicht mehr nur um Fußballfans, sondern ging es um Fußballforschung generell, fußballhistorische, fußballsoziologische Forschung. Und da haben wir dann ein sehr gutes Netzwerk gehabt, so von 89, 90 bis 93, 94 ungefähr, wo ich eine Reihe von wichtigen Leuten und kennengelernt habe, die dann meine Freunde geworden sind, von Frankreich, Italien, Spanien, Barcelona, whatsoever. Und das war dann so eine nette kleine Gruppe von 20, 25 Leuten, die sich regelmäßig ein paar Jahre getroffen hat und dann Ergebnisse ausgetauscht hat und gemeinsam gearbeitet hat irgendwie. Ja. Und das war ehrlich befruchtend und sehr angenehm. Und da hat man das Gefühl gehabt, man ist nicht völlig vertrottelt allein in Österreich sitzen und über Fußball schreiben, sondern man ist in einem größeren Zusammenhang tätig von Leuten, die halt, ja, die waren alle mehr oder weniger, die meisten waren nebenbei Fußballforscher. Ich erinnere an den großartigen Christian Bromberger aus Marseille, Aix-en-Provence in Frankreich, ein groß an sich ein Ethnologe, der sich mit dem Iran beschäftigt hat, das Hauptthema. Mit Kultur im Iran. Alle Stämme und alle Kulturen vor staatlichen Strukturen. Der war aber nebenbei ein großer Fan von Marseille, von Olympique. Und da hat er unglaublich gute Arbeit gemacht, auch schon in den frühen 90er Jahren, also Arbeiten eigentlich, verglichen hat, das war sehr spannend, Zuschauer in drei Städten und drei Stadien, nämlich Marseille, Turin und Napoli. Hat die Differenzen ausgearbeitet gehabt, wie das da unterschiedlich war. Und das waren Arbeiten, die uns alle ziemlich auch weitergebracht haben. Und ja, und auf die Art bin ich halt, habe ich dann mal gedacht, eigentlich schon früher gedacht, schon in den späten 80er haben wir gedacht, Fußball-Fanforschung ein Leben lang machen, wie es Kollege Gunther Apitz macht. Der muss auch schon Mitte 70 sein, macht ein Leben lang Fußball-Gewaltforschung. Haben wir gedacht, das ist mir echt was zu fad. Das sieht man nicht mehr so. Aber fußballhistorische Fragen sich anzuschauen, wäre ein Thema. Und da habe ich mich dann angefangen, darüber nachzudenken. Und habe dann mit meinem Freund Wolfgang Malatana ein Projekt aufgerissen, das dann ein Buch geworden ist, eben diese Fußball-Wien der Zwischenkriegszeit. Das war also die Frage, war zu schauen, inwieweit Fußball als Spektakel, nicht nur als Sport, als Massenspektakel, als Unterhaltungsform, als Teil einer gewissen Kultur in Wien wirksam geworden ist. Und das war unglaublich spannend, weil man herausgefunden hat, und es gab damals wirklich fast nichts zum Thema eigentlich. Wirklich, da muss man bei aller Bescheidenheit sagen, dass man ziemlich pioniermäßig unterwegs war. Ja, relativ. Es gab nicht die klassischen Fußballgeschichten, die da waren, aber die waren nicht sehr theoretisch aufgeladen, um es einmal so behutsam zu formulieren.
heißt, wir haben geschaut, wie kann man das Ding in den Griff kriegen und was war da eigentlich wirklich los? Kultur, politisch, kulturell generell, alltagspolitisch und alltagskulturell. Wir haben jetzt versucht, dieses Ding zu machen, haben dann diese Arbeit geschrieben, das Buch ist, glaube ich, 6 oder 97 rausgekommen. Und das, damit war das irgendwie auch für uns ein anderes Thema, wo ich dann ja, halt immer noch dran geblieben bin, beim Thema eigentlich, obwohl es mir dann alles für mich schon, eigentlich schon fertig war. Das heißt, ich muss nochmal zurückgehen. Ich habe eigentlich vorher, das war ja unfair, das nicht zu erzählen, auch noch mit meinen beiden Kollegen und dem Matthias Marsche gemeinsam, der dann eingestiegen ist in den späten, was ist der späten, machen wir das Mitte, frühen 90er, schätze ich, gewesen sein, wenn ich richtig erinnere, so Arbeit zu machen, haben wir versucht, Fußballzuschauer in Wien an sich von 45 bis 90, haben dann Daten recherchiert, wie die Stadien, es gab es überhaupt nicht, wie viele Menschen in Stadien waren, haben wir anhand von Zeitungen recherchiert gehabt und entsprechend herumgerechnet, weil wir die Zeitungen sagen, kommen oft einmal nicht stimmen. Das war meistens zu hoch gewesen. Aber wir haben halt herumgedüftelt und haben sozusagen versucht, die Wiener Fußball-Zuschauerkultur uns anzuschauen, von 45 nach dem Krieg bis 90, wo das Projekt fertig war. Das war ein Abbruch mit Matthias Marsche gemeinsam. Ja, und damit war ich in diesem Fußballthema drinnen, so als Forscher, dann ist es irgendwie an mir haften geblieben. Ich muss gestehen, ich habe das dann eigentlich irgendwie so im Laufe der 90er mal gedacht, eigentlich habe ich eh schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Und das ist für mich nicht mehr so interessant gewesen. Und habe dann andere Sachen gemacht. Ja. Nur ist halt so, wenn es da mal unter Anführungszeichen Karriere ist das falsche Wort, in einem bestimmten Bereich halbwegs sichtbar wirst mit einem bisschen Thema, da wirst du auch festgeschrieben. Also alle wollten von mir Texte über Fußball haben, nichts anderes. Ich habe aber andere Sachen auch gemacht, die auch keiner so interessiert haben. Wir haben keinen Schwein interessiert. Was ich sonst noch mache, ich habe mich sehr beschäftigt mit englischer Kulturtheorie. Da halte ich mich für einen der wenigen Experten dazu in diesem Lande. Aber soll sein. Und dann habe ich irgendwann mal, war ich ein bisschen beißt, habe ich gedacht, ich möchte nicht nur Anführungszeichen, Fußballforscher sein, sondern mehr als das. Und dann haben wir eigentlich gedacht, in der Folge eigentlich, warum nicht? Da habe ich so lange daran gearbeitet gehabt, Jahrzehnte kann man jetzt mittlerweile schon rückblickend sagen, dann ist es halt so. Und es ist ja nichts Böses. Und das hat mich immer interessiert gehabt und ich mache immer noch, wenn Leute das von mir haben wollen, schreibe ich nur für Sammelbände, kleine Beiträge. Also ich werde kein Buch mehr machen über Fußball, das ist vorbei. Aber es kommt halt immer wieder vor, dass Kollegen, Kolleginnen einen Text von mir haben wollen, in einer neuen Fassung über Wiener Fußballkultur, vielleicht der österreichischen Fußballkultur, bla bla bla. Und das mache ich dann immer wieder auch noch, wenn man da ein bisschen halt noch auskennt. Ne? Aber im Zuge dieser ganzen Forschungen sind Sie dann trotzdem regelmäßig zu Rapid? Ich bin immer, ab 84 ungefähr, bin regelmäßig bei der Rapid gewesen, bin einfach jetzt mal die ersten Jahre allein hingegangen. Habe dann aber bei einem Fest, das muss so, wann war das? Erst in den 90er, glaube ich, gewesen sein, frühen 90er, schätze ich mal. Einen ganz alten Freund aus den 70er, aus dem Studium kennengelernt, wieder getroffen. Und da haben wir uns gedacht, der hat so die Jahre regelmäßig. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir gemeinsam. Nachdem erwuchs dann eine Fußballrunde von zuerst einmal 4, 5, 6 Freunden, die regelmäßig dann Abos, ich glaube ab 95 haben wir Abos auch gehabt, oder ab 94, weiß ich nicht mehr genau. Und dann haben wir, seitdem eine Abo-Runde von mittlerweile 15 Leuten, sind ein paar junge, also Menschen um die 50, dazugestoßen. Das heißt, und wir haben halt dann irgendwie, ja, das, die gibt es immer noch, diese Runde, wie gesagt, ich habe das auch im Interview damals erwähnt gehabt, dass das sehr wichtig war. Also erstens habe ich aber die Leute ganz gern und ich triff's ganz gern, auch junge Buben verglichen zu mir sind. Aber es sind ein paar ältere dabei, Leute, die zum Beispiel eben sonst nicht mehr treffen würde. Das heißt, die Funktion ist auch die von unserer Fußball-Abo-Runde, dass wir uns sehen und treffen können. Vor dem Spiel, meistens manchmal nach dem Spiel, beim Wirten das Übliche halt. Und dann über den Lauf der Welt, Fußball, Politik, quatschen. Frauen kommen kaum mehr vor in unserem Alter, aber Fußballpolitik kommt schon noch vor. Da wollte ich jetzt eh darauf anschließen, weil einer Ihrer Buchtitel war ja zum Beispiel mehr als nur ein Spiel oder ein Spiel dauert länger als 90 Minuten. Und in diesem Kurierinterview vor ein paar Wochen haben Sie ja, da ging es ja jetzt auch um diese fußballlose Zeit aufgrund des Coronavirus und es ist jetzt nicht absehbar, wann wir wieder ins Stadion gehen können. Sie haben es auch vorher in Ihrer Einleitung erwähnt, dass Sie eben auch damals schon Leute befragt haben, warum sind Sie eigentlich Fußballanhänger?
was treibt sie an? Die Frage stellt sich natürlich jetzt auch. Also mir persönlich geht es jetzt schon so, dass ich meine Wochenenden irgendwie jetzt leer sind. Nicht, dass man jetzt fad ist in meinem Leben, aber es fehlt halt einfach irgendwas. Also kein sozialer Kontakt. Und wie Sie sagen, Fußball ist ja mehr als nur diese 90 Minuten, sondern ja. Man trifft sich vorher, man ärgert sich. Natürlich. Fußball ist ja meistens, man leidet ja, Nick Hornby hat das ja auch so schön beschrieben. So ja. Man geht ja nicht zum Spiel, um unterhalten zu werden. Also das wäre ein großer Irrglaube, dass man ja, sich mal zur Verhaltung hingeht. Man leidet ja, und man leidet ja auch, wenn Rapid gut spielt, und man leidet noch mehr, wenn sie schlecht spielen. Ja. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht, aus dieser Zeit? Wie sehr kann das auch gefährlich sein, dass vielleicht sagen, na, eigentlich geht man die gar nicht ab. Und eigentlich ist mein Familienleben jetzt viel harmonischer als vorher, weil ich am Wochenende Zeit habe. Wie ist das jetzt? Sie haben selber gesagt, Fußball, Ihnen fehlt auch Ihre Runde, also nicht nur der Fußball per se, sondern auch Ihre Runde. Was geht da jetzt, was macht diese extrem lange Pause und diese nicht vorhandene Perspektive, wann wir wieder ins Stadion gehen dürfen? Was macht das mit einem wirklichen Fußballfan, so wie es wir sind? Ja, es fehlt einfach schon was Wichtiges, das ist klar. Also irgendwie. Ich will das noch kurz unterbrechen, weil viele belächeln das ja auch. Ja, ja. Viele sagen, naja, vergesst halt jetzt nicht aufs Match und Fußball ist nicht wichtig und die Diskussionen haben wir ja die letzten Tage. Ja, aber auch, Fußball, ne? Es geht ja nicht so sehr um Fußball an sich, es geht um was Besonderes. Eine eigenartige, kaum erklärbare, aber doch da seine Bindung an einen bestimmten Verein. Das ist ja das, was die Differenz zu einem. Das war immer, der Gedanke ist nicht von mir, vom englischen Kollegen, damals Jess Grish hat das schon in den 70er schon entwickelt gehabt, und geschrieben hat, es gibt eine Reihe von Fußballzuschauern, die Typen, und da gibt es andere, und ein Typus ist der klassische Anhänger, der halt der Vereinsanhänger ist und der die Vereinsgeschichte miterlebt zum Teil hat und sie mitgestaltet hat. Auch. Und für den ist das nicht nur ein Freizeitvergnügen wie jedes andere auch, das ist Teil seines Lebens. Aber wenn man nicht aufpassen muss mit dem Leben, wenn zum Beispiel irgendwelche Menschen behaupten, dass Fußball Rapid Sinn ihres Lebens wäre, dann wäre ich ein bisschen nachdenklich. Weil, ja, da frage ich mich oft einmal, was das für ein Leben ist, wenn das der einzige Sinn des Lebens wäre. Ja, aber sagen wir nicht Sinn, aber Teil. Teil allemal. Also Teil, das was kann ich jetzt zum Beispiel von mir sicher behaupten, das ist ein nicht unwesentlicher Teil meines Lebens. Ja, gestehe ich freiwillig auch für mich zu, dass das Teil einer Alltagsroutine ist, mit Freuden und Leiden, meistens Leiden durchwirkt. Und klar geht mir das auch ab. Es geht mir, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt gehabt, es geht mir ab, dass ich mich nicht ärgern kann, dass ich nicht angefressen sein kann, weil ich einfach so einen Scheiß spüre zum Beispiel. Aber das fällt mir ja in Wirklichkeit auch. Also fällt mir nicht nur die Gruppe der Freunde, das fällt mir sogar die Spiel schon auch. Ja, es ist das ganze das Paket, ganze wie man sagt. Ne? Das ganze Drumherum ja. Ist irgendwie das, was mir abgeht. Ich glaube, ja, wobei ich gestehen muss zu meiner Schande, dass ich mir irgendwie daran gewohnt habe in den letzten Wochen. Was denn für meine Frau den Vorteil hat, dass ich regelmäßig am Sonntag koche und ich was Gescheites zum Essen kriege und wieder daheim bin. Das heißt, das hat für unsere Beziehung hat das nicht wirklich keinen schlechten Einfluss gehabt auf dieselbe. Also insofern würde ich sagen, ja, aber natürlich geht es mir ab. Also natürlich möchte ich wieder dort sitzen und runterfluchen. Meine Freunde treffen, mich über irgendwelche Sachen ärgern und sagen, und dann irgendwelche Gicker verdammen, sagen, das sind Hundskicker, die werden nie was kennen. Andere, was hat der heute? Diese üblichen. Ja, das Übliche halt. Die rhetorischen Diskurse, die man sich da abgibt, mehr und mehr. Das geht man schon ab. Ne? Und weil das ja einfach Teil vom Leben geworden ist, irgendwie. Das gestehe ich zu. Und das ist keine vernünftig begründbare Geschichte. Ne? Das ist etwas, was man wieder nicht Mut. Es ist ja kein aber jetzt mit meiner Geschichte so ausschaut, ist es keine Entscheidung, die man trifft und dann aufgrund dessen sich so und so verhält, sondern man wächst wo rein in eine Kultur. Wir teilen derselben, wir teilen eine Geschichte auch, eines Narrativs. Und das ist das, was ich spannend finde. Man nimmt ja Teil dabei. Und ich halte es nicht nur für eine rhetorische Floskel zu behaupten, dass Fußball halt nicht nur die paar Hansel sind, die rundherum laufen, sondern dazu gehört genauso gut der Zuschauer, die Zuschauerinnen, die im Stadion sitzen. Es reicht nicht zu, war immer mein Argument, das Ding von der Ferne anzuschauen, im Fernsehkastel zum Beispiel, das reicht nicht, das ist viel zu wenig, das ist nicht dasselbe. Das ist, vor allem, weil man nichts bewirken kann. Hingegen, wenn man im Stadion sitzt, kann man nicht als Einzelner, sondern als Gruppe. Und ich habe das so oft beobachtet, das hat mich wissenschaftlich interessiert, wie das so ist, dass ein Spiel sich entwickelt im Spielverlauf und verändert. Erst eine halbe Stunde geht überhaupt nichts weiter. Und man denkt, jetzt wird das eine Arschpartie werden. Und irgendwann passiert was. Die Zuschauer merken das und werden lauter. Nicht nur die Kurven, also der ganze Stadion wird lauter.
merkt, okay, jetzt könnte was passieren, könnte was gehen. Und das merken die Spieler auch wieder und es geht was. Das heißt, diese komische Interaktion, die schwer zu erklären ist, ist das, was mir immer wieder wissenschaftlich interessiert hat, wie da Gruppendynamiken passieren, die auf Leidenschaften aller Beteiligten beruhen, zu wesentlichen Teilen. Die teilhaben alle. Es ist eine Teilhabe von allen, die da mitwirken dabei. Das ist ja insofern interessant, weil dieses Phänomen, ich kann das ja von, jetzt, wenn ich da kurz über mich sprechen darf, es gibt so Spiele, es ist nicht, passiert nicht jede Woche und nicht regelmäßig, aber es gibt so Spiele, wo man weiß, da wird heute irgendwas Besonderes passieren. Ja. Ich kann das zum Beispiel erklären, wie Rapid 2009 das erste Mal in Birmingham gespielt hat. Und wir waren 2-0 hinten, zu dem Zeitpunkt ausgeschieden. Und ich war dort und der Freund von mir war schon vollkommen verzweifelt. Und dann habe ich gesagt, wir kriegen, und ich habe das im Gefühl gehabt, wir kriegen noch diese eine Chance, kommt noch. Diese eine Chance kommt noch. Ja. Das kann man nicht bei jedem Spiel, aber dieses Gefühl ist einfach da gewesen. Und das kann man natürlich vom Fernsehen nicht haben. Und deshalb jetzt meine zweite Frage. Jetzt hat man sich entschlossen, die Bundesliga weiterzuspielen ohne Zuschauer. Kann das eigentlich funktionieren? Ich meine, natürlich wird es jetzt rein formal funktionieren. Aber kann es sportlich, kann es emotional, kann das funktionieren? Es ist nicht das, gerade bei Rapid? Es ist gerade bei Rapid. Es ist einfach nicht das, was ein Spiel ausmacht. Es ist dann irgendwie, ich habe das schon mal gebraucht, den Begriff. Es ist ein bisschen schief, der Begriff, aber mir fällt kein besserer ein. Hat dann was von einem Videospiel. Das heißt, irgendwie da laufen ein paar Figuren hin und her und dann, ja, und dann ist es vorbei. Ja. Ohne dass da irgendwie, eben die besagte Interaktion stattfinden kann, weil ja niemand da ist. Das heißt, ich stelle mir das wirklich ganz eigenartig für einen Spieler vor, wie das sein muss, wenn man da kickt und spielt man 1,5 Stunden und man darf sich jetzt nicht mehr berühren, man darf nicht gescheit feiern. Es ist kein Publikum da, das man spielt und hört, das man irgendwie wahrnimmt als solches. Das heißt, es werden die Spieler andere Rhythmen haben, andere also das, ich kann das nicht voraussehen. Ich bin sehr gespannt, wie die Spieler, ein Spiel kann man aushalten, also das Geisterspiel, das geht schon. Aber eine Serie von so Geisterspielen, was bewirkt das für die Spieler selber und für das Spiel in der weiteren Folge auch? Das heißt, wie werden die Spieler sich entwickeln, als Spieler nämlich, dynamisch nämlich, aus sich heraus nur? Ich glaube, es werden ziemlich fade Partien werden, habe ich das verdammte Gefühl. Also das glaube ich absolut. Ich meine, zumal ich persönlich Rapid tunlichst vermeide, im Fernsehen zu schauen. Also ich versuche so weit wie möglich im Stadion zu sein, weil ich kann ein Spiel selber im Fernsehen kaum folgen. Da tue ich dann Samrahmen auf, was im Kochen, wenn ich bei jedem Corner Panikattacken, also vom Gegner Panikattacken bekomme. Das kann man im Stadion natürlich ganz anders ausleben, weil da sitzt man ja, steht man ja unter Gleichgesinnten. Aber ja, alleine zu Hause ist das irgendwie... Man sieht auch viel mehr im Stadion, auch wenn man einen schlechten Platz hat, unter Anführungszeichen. Ja. Das heißt, das gesamte Spiel kann ich selber lesen im Stadion selber und kann man rein drauf machen. Ich weiß ja genau schon, wenn links einer frei steht und ich von den Gegner. Und dass man da ging. Und ich weiß schon vorher, jetzt kommt, der ist völlig frei und rechts deckt er, der ist auch niemand, der am Decken kennt. Und der Goalie steht vor euch. Und ich weiß das schon Sekunden vorher, dass das werden wird. Und ich sehe, wie sich entwickelt, das Ding. Und dann kommt da noch der Fuß dazwischen, es geht sich gerade noch irgendwie da noch aus unter Umständen. Ne? Aber all diese Spieldynamik, die ich mir selber schaffen kann, indem ich beobachte und zuschaue, ist eine andere als die mir ein Fernsehregisseur vermittelt, mit seinen Schnitten. Das ist ein ganz anderes Spiel. Zerhackte Bilder, andere Bilder. Die halt auf Dramatik, wie auch immer, wohl hinzählen, aber nie die Dramatik rankehren, die ich erlebe, wenn ich vor Ort sitze, rieche, höre, sehe. Das hat eine ganz andere sinnliche Erfahrung dabei. Ich rieche und höre was. Ne? Es ist sicher nicht nur ein beschränkter Ausschnitt in dem komischen Fernsehkastel, sondern ich bin Teil desselben. Das ist der wesentliche Unterschied. Ich bin Teil des Geschehens. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Ich bin als Zuschauer im Stadion Teil des Geschehens. Man hat das Gefühl, man kann irgendwas beeinflussen. Ja, und man tut es ja letztlich auch. Allein nicht. Wir beide auch nicht. Aber wir als Stadion, ja. Population, ja. Darum gibt es einen berühmten Heimvorteil. Sonst gab es ihn ja nicht, bekanntlich. Ne? Ja, auch da gibt es ja geteilte Meinungen. Es gibt irgendwie Studien, die sagen, dass der Heimvorteil gar nicht so groß schlagend wird, wie er so rein von Fußballfans oder wie das Fußballer selber ja, sagen. Ja, auf der Dienste spielt man schon mehr Partien daheim als auswärts. Ne? Ja, momentan. In der Long Run. Also ja, in der Long, klar. Also momentan ist es im neuen Stadion ein bisschen schwierig, aber generell stimmt es natürlich schon. Ja. Haben Sie irgendwie die Angst, dass der Fußball in allen seinen Facetten durch diese
lange Pause und durch diese Geisterspiele, durch Abbrüche etc. wirklich ernsthaft Schaden nimmt? Beziehungsweise machen Sie sich Sorgen um Rapid? Nein, um Rapid machen wir keine Sorgen. Also der Verein gibt es schon so lange, der hat so viele Krisen durchlebt. Viele, einige ja, aber selbst den Krieg hat man durchgespielt. Ja, eben. Also einige habe ich, ja. bis haben es gespielt. Also, und ja. einige Krisen haben wir erlebt, miterlebt, wenn ich an die Rapid-Aktie AG-Geschichte denke, zum Beispiel. Ja. besonders geglückte Intervention gewesen. Ja. Das heißt, ich glaube nicht, dass das glaube ich nicht. Das ist einfach, da ist die Menge der Interessierten, und das halte ich bewusst jetzt so vage, bis hin zu einer kleineren Menge der treuen Anhänger und Fans, die auch regelmäßig hinkommen, zu groß. Also die sind ja da, die verschwinden ja nicht. Die hätten schon längst verschwinden müssen, wenn die Menschen rational denken, agieren, täten, würde kein Mensch mehr zur Rapid-Zeit gewesen an dem Chance, der gespielt wird. Entschuldigung, das ist eine etwas harte Formulierung. Aber ich habe seit Jahren keine gescheite Partie mehr gesehen, wo man denkt, ich bin eine ganze Partie, wo ich mich gefreut habe, von Beginn bis zum Schluss. Ja, ich sehe viele Stunden, wo es okay spielt. Ich denke mir, fein, jetzt geht's los. Dann reißt es wieder auf. Wollte eh darauf wahrscheinlich ansprechen, weil Sie haben ja, als wir das vorher angesprochen haben, Sie schreiben ja regelmäßig für das Rapid-Magazin Forza Rapid eine Kolumne. Und da haben Sie unter anderem ja auch geschrieben, dass Sie Rapid jetzt nicht als Rapid mehr sehen, also jetzt sportlich gesehen, dass das Rapid keine Identität hat. Aber das ist wirklich schön. Ja, so sinngemäß. Ja. Und dass Sie das hoffen, dass jetzt mit Didi Küpper und mit Zoran Barisic das wieder mehr schlagend wird. Woran macht man das fest? Weil auch die gewachsene Tradition oder Rivalität mit der Austria sagt die eine Seite, das sind die Edeltechniker, das sind die besseren Leute und Rapid ist der Arbeiterclub und der immer kämpft und so weiter. Auch festzumachen am Uri Thiel, das ist der Tank und der Schindler, der Papierne. Das sind ja diese klassischen Widersprüche. Wiederum, Sie sagen, Rapid Austria besteht eigentlich mittlerweile aus dem gleichen Publikum. Das hat sich im Laufe... Also unsere Daten, die wir vor... Wann habe ich das letzte Mal? Das ist schon lange her. Ich glaube, in den frühen Nullerjahren habe ich an der Fachhochschule mit Studenten und Studentinnen... 2,5 Studentinnen interessanterweise, haben wir nämlich eine kleine winzige Studie gemacht über Rapid-Publikum und aus dem Publikum auch. Also das war halt wirklich, das war halt vorwissenschaftlich halt. Aber es war interessant, dass, was damals rauskam und wenn man es eher, sagen wir mal, behutsam interpretiert, war das so, dass im Prinzip das eher von den Anhängern eher ähnlich war. Also gab es keine großen wesentlichen Unterschiede mehr. Muss man nicht überinterpretieren. Das war kein großes Sample, das war mehr eine kleine Versuchsstudie. Aber ich glaube, das passt schon irgendwie, ja. Und das wird auch wohl nie so groß, so anders gewesen sein eigentlich. Also ich glaube ja, dass diese Differenz Austria und Rapid oft vor allem auf der Ebene der Zuschreibung wichtig geworden ist. Es gab immer wieder Trixler, die bei der Rapid gespielt haben, und Holzki-Kunstkicker bei der Austria. Also das aber die Zuschreibung ist stärker, als die reale Praxis. Nee, man bezieht das ja, glaube ich, aus der Historie. Der Schindler, dort der Uri Thiel, dort der Prohaska, da vielleicht Kranke. Aber man sucht vielleicht genau die Figuren raus, die diesem Bild entsprechen. Naja, klar. Aber es gab den Hansi Hort bei der Rapid, der ein Traumgicker war. Trixler war es sogar gleich in den 30er Jahren. Also Antonin Banninger war ja auch nicht der klassische Rapid-Kämpfer. Ne? Von der Bewegung her war er sicher kein Rapid. Das war ja Stehgeiger eigentlich, wie man das heute so sieht. Insofern... Ich glaube, man muss nicht differenzieren. Es gibt damals sowas wie eine lang andauernde Zuschreibung, die am Verein ja irgendwie, die am Verein prägt und auch ausmacht. Und das kann man durchaus weiter erzählen, die Geschichte. Aber die reale, dahinter steckende Praxis ist nicht immer dementsprechend. Das heißt, klar, wollen wir, der Witz ist der, Rapid-Anhänger wollen schon, das glaube ich immer noch, eine Mannschaft sehen, die ordentlich sie einhaut. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist schon noch da. Also das ist sicher noch da. Selbst, dass so viel gut wie der gute Stefan Kulowitz, den man nicht unterschätzen darf, abgesehen davon, der nie ein Traumgitter war, aber ein Rapidler ersten Grades geblieben ist, weil er es eingekraut hat, zum Beispiel. Der hat nicht gewartet, dass da jetzt oder ein aktueller Mario Sonnleitner zum Beispiel, ist vielleicht auch so ein Beispiel. Ne? Zum Beispiel, genau. Das ist einer der begnadesten Gitter, aber den ich gern sehe, weil er sie einfach wirklich rapidmäßig... Und währenddessen habe ich meinen Verwandtenkreis keine Austrianer, aber ich denke mir, wenn ich so lese im Internet, dass die Austrianhänger wünschen sich eher wieder eine spielende, eine tricksende Austria. Ne? Also das heißt, da ist vielleicht weniger die Herkunft entscheidend, sondern mehr das, was man von seinem Verein erwartet. Ne? Nein, ich glaube ja, das ist ja wirklich recht kompliziert, diese Struktur. Einmal gibt es die Zuschreibung, die diese über hunderte Jahrzehnte hinweg da ist. Die aber in den Köpfen der Anhänger, bei Austria und bei Rapid jeweils unterschiedlich,
noch stark präsent ist und die Wünsche steuert. Das heißt, ich will ja auch als Rapid-Anhänger, der über die Jahrzehnte geworden bin, sage ich einmal, schon jemanden sehen, eine Mannschaft sehen, die sich einfach, die marschiert, in Anführungszeichen, die nach vorzieht, die das einfach, die, man, ja. Und da fällt mir 1000 Geschichten ein, Dienst, der 50er Jahre, der X-Tore gemacht hat und solche Figuren halt. Ne? Es gibt immer wieder welche, die kranklich in den 60er, 70er Jahren. Wichtige Figuren, die aber die hat eine gehabt haben. Teufel komm raus, was so ist, die hat muss drin sein. Und auch, man muss auch fortmarschieren. Das heißt, diese Geschichte bleibt ja da. Ob dann die reale Praxis des Vereins jemals dem entspricht, ist auch ein anderes Kapitel. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt ein sehr großes, rapidmäßiger Rapid haben. Wenn man die Spieler anschaut, und ich will es keinen Namen nennen, weil sonst schaffe ich mir Feinde. Aber es gibt bei uns in der jetzigen Rapid ein paar Kicker drin, wo man denkt, ja, zu diesem Mann hätte man früher Bordkicker gesagt. Und die gehören zur Austria und nicht zu uns. Wie gesagt, ich sage jetzt keinen Namen. Aber ich glaube, viele wissen, wer damit gemeint wird. Ja. Das sind keine schlechten Fußballer, bei Gott. Nicht? Aber irgendwie habe ich bei manchen das Gefühl, naja. Das ist halt nicht der Prototyp des Rapid. Ist nicht der bei uns so richtig hinkehrt. Das ist zwar kein schlechter Fußballer, aber eigentlich passt er nicht so richtig rein in das, was wir von einem Rapid schon ewig erwartet haben und immer noch erwarten. Und das ist diese langdauernden Erwartungshaltungen, die geben mit dem Verein ja einen Sinn, behaupte ich einmal. Das heißt, darauf kann man ja, das hat die Rapid ja nicht ungeschickt gemacht vor vielen Jahren, sich selber so positionieren als Arbeiterverein, der andere Verein, der authentische Verein. Das war ja nicht ungeschickt seitens der Vereinsführung, das so zu betreiben. Ne? Aber es war klar, dass das natürlich darauf fußt, dass viele Anhänger und gerade die richtigen Hardcore-Anhänger genau das, und nicht nur sie, genau das vom Verein erwarten, von den Rapid erwarten, dass sie einfach ja, Rapid-mäßig spielen. Und gleichermaßen, ich habe auch nicht besonders viel Austria-Vereine in meinem Bekanntenkreis, interessanterweise im Augenblick mehr, weil es sind die alle abgetaucht, weil das so schlecht ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass Austria-Anhänger von der Austria einfach das Austria-Spiel verlangen und wollen. Die wollen das nicht, dass sie taktisch spielen und das muss zangelt werden. Die Rivalität zur Austria ist natürlich irgendwo auch identitätsstiftend für uns Rapid-Anhänger. Sie haben auch in einem dieser Forza-Rapid-Beiträge so einen kleinen Nebensatz gesagt und der hat mich irgendwie interessiert. Sie wollen eigentlich, wenn Sie ein Derby gegen die Austria sehen, Sie wollen eigentlich keine schlechte Austria sehen, ja, sondern Sie wollen eigentlich eine bessere Rapid sehen. Jetzt ist es natürlich so, dass es ist ein Widerspruch. Natürlich wünscht man der Austria sportlich eigentlich alle Schlechte. Ja. Kann man ja, also zumindest mir geht es so. Ja. Also man will jetzt, aber in der Situation, der jetzt auf Fußball jetzt ist, ich will aber auch nicht, dass die Austria jetzt pleite geht oder verschwindet, das will man auch nicht. Aber andererseits, und das stimmt schon, will man halt wieder den Wiener Fußball, man will halt wieder sehen, dass Rapid und Austria natürlich den Fußball halt dominieren, so wie er halt noch bis in die 80er Jahre eigentlich noch dominant war. Wie ist dieser Widerspruch irgendwie zu erklären? Einerseits, wie gesagt, der Austria alle Schlechte zu wünschen, aber dann wünscht man sich ja doch eine gute Austria. Natürlich immer unter der Prämisse, dass Rapid besser ist. Wir wollen einfach eine gute Austria schlagen. Das ist so gehört es in Wirklichkeit auch. Eine schlechte Austria zu schlagen ist nebig. Eine schlechte Austria nicht zu schlagen ist aber noch schlimmer. Aber eine schlechte Austria zu schlagen ist halt, ja okay, ja, das ist schon okay, man freut sich darüber. Aber eine richtige, gute Austria zu besiegen ist schon ein anderes Erlebnis, muss man sagen. Dann zählt es auch mehr, muss man sagen. Das hat dann einen größeren Stellenwert. Was mich auch interessieren würde, weiß nicht, ob Sie das auch beobachten, haben Sie das Gefühl, dass sich in der jetzigen Fangeneration, also vielleicht noch nicht meine Generation, sondern noch jüngere, diese Rivalitäten nach sich verschieben? Also für mich ist Spiel ein Sieg in der Austria immer noch das Größte, ist vielleicht übertrieben, aber immer noch das Derby ist immer noch ein sehr, sehr das wichtigste Spiel. Das muss gewonnen werden, Punkt, Ende. Ja, haben Sie die Rivalitäten jetzt ein bisschen verschoben? Einerseits hin Red Bull, der große Klassenfeind. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich selber im Stadion sitze, sind Hütteldorf draußen und dann hört den Fans. Ja, gegen welchen Gegner haben Sie mehr negative Emotionen? Sagen wir es so. Jetzt will das Wort Hass natürlich jetzt nicht bringen, aber welchen Gegner mögen Sie am wenigsten? Hat eine andere Qualität gerade. Das heißt, die Zurückweisung und die Verachtung gegenüber Red Bull ist auch vor allem eine Verachtung dieses Nicht-Fußballvereins gegen diesem Gegenüber. Das heißt, das sind eigentlich keine Gegner. Gewinnen zwar alles, aber es sind keine Gegner, weil das ist kein wirklicher Verein. Ich meine, das sind die Austria doch als Gegner. Das ist ein Verein, den man als Verein über die Jahrzehnte
den man schon so lange hassen kann und verachten kann und auf den man so bessern kann, der so viel Leid zugefügt und manchmal Freude gewährt hat. Das heißt, das hat eine ganz andere, ich glaube, es ist eine andere Qualität. Also, wenn ich mal versuche, mal zu überlegen, ich stehe jetzt im Stadion, wir spielen gegen die Salzburger. Das ist immer was, es ist nicht, also es ist kein Derby, es ist was anderes. Es ist ein Spiel, das irgendwie, wie soll man es am besten formulieren, das, ja, ein Sieg gegen Salzburg ist ein Sieg des Fußballs per se, wie wir ihn als Rapidler seit 100 Jahren verstehen und länger. Ein Sieg gegen die Austria ist ein Sieg gegen jemand, der auch zu unserer Kultur gehört, aber das andere ist. Das heißt, aber innerhalb einer Strukturen. Das Red Bull ist eine andere Welt. Die haben wir, das ist wirklich die Antithese zu jedem, was eigentlich Fußball immer war. Ne? Und das ist, glaube ich, da ist der Grant, die Zurückweisung, die Aggressivität der anderen, weil immer eine Spur Verachtung mitmischt dabei. Und bei der Aussicht ist das was anderes. Nein, das ist ja eine gewachsene Rivalität. Ne? Das ist ja, da hat der Vater schon, war der Vater schon aus der Rapid-Anhänger und. Ne? Wobei die Vereine auch mich nah beieinander waren. Ich habe jetzt wieder mich erinnert an ein Gespräch mit dem Alfred Körner, Gott hab ihn selig, im Jahr 1990, wo er mir erzählt hat, dass er eigentlich, er war an sich, dass er mir Austrianer ist dann so Rapid gewechselt als Bub. Weil da haben alle Austrianer waren. Das schneide ich jetzt dann aus. Aber Alfred Körner ist ein Stichwort. Nein, das ist jetzt wirklich ein gutes Stichwort. Warum hat uns der Tod eines über 90-Jährigen so sehr, viele Rapid-Anhänger mehr, so sehr irgendwo getroffen? Ja, weil das kann man schon erklären, denke ich mal. Weil der Körner eine Figur war, die noch dazu, den viele von uns ja gar nicht spielen gesehen haben. Ich habe ihn auch gesehen. Also viel zu jung. Ich habe mit einem Niederhuber vom Club der Freien Twist SC Rapid auch ein Gespräch gehabt. Der hat noch Dienst, Happel, Hanapi noch alle gesehen. Aber meine Generation oder selbst auch Ihre Generation. Nein, ich habe die nicht mehr gesehen. Ja. Aber es ist halt so, dass das, wie gesagt, für einen Verein wie Rapid und für anderen, jeden großen Verein mit Geschichte, gibt es einfach eine Reihe von Figuren, die halt für den Verein wichtig waren. Und wenn dann die Figuren das Glück haben, für uns vor allem das Glück haben, dass sie relativ lang leben und dann vor allem noch präsent sind im Stadion auch noch als ältere Herren, als sehr alte Herren, dann wäre es doppelt wichtig. Einmal als historische Figur und B als Verkörperung dessen, was einstens war und was wir aber irgendwie bewahren wollen. Ich habe das für mich spannend gefunden, diese alte Rapid-Hymne, die der Körner mit ins Stadion gebracht hat. Mit das grün-weiße Band, eine Sprachfigur aus den 50er Jahren, taucht neu auf, fast postmodern neu inszeniert, in den Nullerjahren und nachher in den Zehnerjahren. Was ich irgendwie spannend finde. Ne? Und wird von den Fans aufgegriffen und wird laut gesungen. Das heißt, da zeigt sich schon, was ich immer so wichtig finde für einen alten Verein, den es schon lange gibt, diese Artikulierung, Neuartikulierung eines Geschichtsbewusstseins. Und das war, dessen Verkörperung war eben der Körner, in seiner ganzen Leiblichkeit, wie er da war. Der war ja eben im Stadion. Ja, der war bis zum Schluss hier im Stadion. Ja, und bei Veranstaltungen, die noch... Ja. Wie sehen Sie die Situation, dass Rapid immer vorgeworfen wird, man lebt nur noch in der Vergangenheit? In dieser großen Vergangenheit? Ja, das geht so, der Vorwurf kommt so lang, bis wir in der Master waren. Dann ist das ja wieder vorbei. Naja, aber bezieht nicht Rapid gerade seine Identität einfach fast wie wenig andere Vereine auch im deutschsprachigen Raum so sehr aus seiner Geschichte? Also, wenn ich jetzt nach England schaue. Und gerade an meinen alten Freund John Williams denkt, der gesagt, ewig langer Liverpool-Anhänger ist, dann ist der einer, der nicht nur Bücher über Liverpool schreibt, sondern einfach regelmäßig nach Norden, nach Liverpool fährt, die Spiele sich anzuschauen. Und da kommt genau das Gleiche raus mit der Rapid auch. Das heißt, es gibt Figuren, die für den Verein wichtig waren, die vor 30, 40, 50, 60, 70 Jahren gespielt haben, die man immer noch kennt, die immer noch präsent sind. Das heißt, der Vorwurf, dass man nur in und für die Vergangenheit lebte, greift ins Leere meines Erachtens. Weil jeder vernünftige Verein, den es eben schon länger gibt, der auf was zurückschauen kann, für den ist das, was einstens war, Teil der Gegenwart. Das heißt, das ist nicht verstrichen, das sind Figuren in einem langen Lauf einer Geschichte, waren die wichtig. Und die kann man immer aktualisieren. Körner, wie gesagt, spielt in die 40er, 50er Jahre.
50er früher war sehr große Zeit. Ja, ja. Genau. Das heißt, der ist eigentlich schon lange her, die 50er Jahre. Aber wenn der im Stadion war, war klar, ist das nicht nur eine Museumsfigur, sondern aktualisiert der ihn als Person eine lang zurückliegende Tradition, für die wir alle stehen. An der wir mitarbeiten, mitgestalten. Das heißt, wir erzählen die Geschichte weiter und sind sie mit. Auch durch leidensvolle, Rapid war um mich aus der Phase gegeben, wo wir, ich glaube, 14 Jahre nicht Master waren. Ich glaube, 68 bis 82. Ja, wir nähern uns aber schon. Das ist eine lange, lange Zeit. Jetzt ist es von 2008 bis heute. Ja, jetzt haben wir auch schon 12 Jahre. Wer noch zwar kommt. Aber wie gesagt, selbst die Zeit haben wir locker überstanden. Und da haben wir aber keine schlechten Gegner gehabt, abgesehen davon in den 70er Jahren. Da war der Krankel unter anderem auch. Ja, das war, stimmt schon. Also insofern, ich glaube, den Vorwurf, dass man zu sehr in der Vergangenheit lebte, den kann ich nur zum Teil teilen. Ich meine, wenn das verkommt zu einem Marketing-Moment und man verkauft sie als nur historischen Verein, dann mag es sein, dass es ein bisschen kurz greift. Ne? Aber das ist halt eine Gratwanderung. Ich habe in einer früheren Sendung mit dem Domenico Iacono, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, gut, ja, gesprochen. Und da gibt es ja auch zwei Punkte. Der meint ja, dass die Geschichte Rapid fast erdrückt momentan. Ja? Ja. Und der ja das, und da komme ich, möchte den Bogen spannen zum Leitbild. Der hat das Leitbild sehr stark mitverfasst. Und Sie haben ja auch in diesem Forza Rapid einen nicht unkritischen Beitrag über das Leitbild, vielleicht jetzt nicht über das Leitbild als solches, sondern über den Begriff Leitbild gewählt. Wie ist da Ihr Zugang eben zum einen, die Geschichte erdrückt uns, lähmt uns teilweise auch in vielleicht Entwicklungen und so weiter und auch zum Leitbild? Mhm. Na gut, Dominik hat da nicht ganz unrecht, wenn er argumentiert, dass diese Last der Geschichte eigentlich auch auf die Schultern schwer lasten kann. Das ist auch im Zuge dessen ja auch dann diese Rekordmeistergeschichte. Ne? Ja. Ja. Die natürlich gern gepflogen wird, aber die natürlich auch eine Last ist. Klar, wird schon eine Zeit lang halten, bekanntlich. Aber zum Thema können wir dann eh noch extra kommen. Nein, aber ich glaube, das mit dem Leitbild würde mich interessieren. Ich würde das mit der Geschichte ein bisschen bleiben, mit der Last der Geschichte. Klar ist das bei einem Verein, der solche hat, ist das vielleicht immer wieder sowas, worauf man sie beziehen kann und muss und ob man nicht stecken bleiben darf, das ist schon klar. Man will ja die Geschichte weitererzählen. Aber es ist, das Ganze hat krank dran an diesem etwas schiefen Begriff von Geschichte als weit zurückliegenden. Das dauert ja immer noch an. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Solange es Rapid gibt, ist die Geschichte noch nicht fertig. Das heißt, die wird immer noch weiter erzählt, die Geschichte. Aber was wir jetzt erzählen, ist die gegenwärtige Geschichte. Das ist keine besonders erfolgreiche Geschichte, aber es ist Teil der Geschichte. Das heißt, das hört dann auf, das lacht dauert an und weist auch in die Zukunft, denke ich mal. Und die wird schon wieder besser werden. Also mache ich mir schon Hoffnung, dass das wieder mal der Rappel, die Geschichte. Ich weiß nicht wie und wo und mit wem und unter wem, aber ich glaube es halt einfach. Und das, man kann ja noch glauben, auch dir für den Fußballkontext. Das eine. Zum Leitbild, das ist halt so, ja, ich habe immer so Schwierigkeiten mit offiziell bestimmten Orientierungsmustern von Vereinen, von Fußballvereinen. Das heißt, wir haben halt das und das Leitbild. Ich habe damals, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, das Leitbild wird realisiert durch die, die regelmäßig im Stadion sind. Die sind Teil, die sind das materielle Leitbild, würde ich behaupten. Also diese Festschreibung von bestimmten Orientierungsmustern, die halt den Verein ausmachten, ja, kann schon sein. Nur wichtiger halt einfach die Präsenz all derer, die in schlechten wie guten Zeiten präsent sind und mitgestalten im Stadion. Sind die realen Leitbildgestalter, die schaffen das konkrete Leitbild. Also ich habe zum Beispiel immer Schwierigkeiten gehabt mit diesem etwas voreiligen Spruch von der grünen Hölle. Das ist mir einfach saublöd vorgekommen. Gut, da steht es nicht im Leitbild. Ne? Nein, das ist ein Marketing-Spruch zum neuen Stadion. Ja, und ne? das mache ich überhaupt nicht, weil so ein Ding muss werden. Die grüne Hölle wird es dann, wenn wir ein Jahr alles gewonnen haben und deutlich gewonnen. Und dann kann man sagen, ja, jetzt ist vielleicht eine grüne Hölle geworden. Aber erklären, dass wir das grüne Hölle hätten und dann die Partien verlieren und Scheiße spielen, ist nicht wirklich eine grüne Hölle. Das ist mehr ein grünes, weiß ich was, ein Wasser. Oder? Ein Höllchen. Ja, ich verstehe schon, was man Marketing jetzt betreiben muss in gegenwärtigen Zeiten, ist mir schon alles klar. Man muss nur aufpassen, dass man
den Bogen nicht überspannt mit Marketing-Sprüchen, die aber dann in der Wirklichkeit nicht eingeholt werden können. Dann ist es nämlich dann peinlich. Ja. Der Domenico Iacono hat zum Beispiel, der hat ja mit Rapid ja momentan gebrochen und er hat zum Beispiel gemeint, Rapid sollte sich, wenn es nach ihm ginge, ja, er quasi aus diesen ganzen Zwängen lösen und wieder komplett zurück zu seiner früheren Wertegemeinschaft gehen. Also Rapid eigentlich gar nicht als Rekordmeister oder als besonders erfolgreich oder als großer Verein, sondern eigentlich als Verein einer Gemeinschaft, der nur noch seinen Werten quasi zu folgen hat. Ja. Also Zwängen lösen. Er meint damit, man soll sich lösen aus der Bundesliga, aus diesen ganzen Zwängen und eigentlich wieder so anfangen, wie man Ende des 19. Jahrhunderts angefangen hat. Ja. Das ist natürlich eine sehr, sehr radikale Ansicht. Ja. Ja. Aber also ich bin nicht ganz so radikal. Und da vielleicht ist es auch das Alter, das mich da irgendwie milde stimmt. Aber ich denke mir, okay, ja, wir leben heute in Zeiten, wo der Fußball so und so organisiert ist und so ausschaut. Und das wird sich nicht so leicht ändern lassen. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, wie es in den nächsten Jahren sich entwickeln wird nach der Krise. Das bin ich gespannt, was da passieren wird, auch mit diesen fast schon grotesken, obszönen Summen, die da herumgeschoben werden. Das ist ja wirklich, degoutant über die mittlerweile geworden. Aber selbst wenn das nicht so sehr einbricht, was ist die Alternative? Wir spielen in der Landes-, in der Wiener Liga. Ja, quasi wieder als Amateurverein, aber halt die Werte, die halt in den Anfang des 20. oder Ende, also wie Rapid gegründet wurde. Also, ja. Ich glaube, das ist finde ich, ein bisschen ja, nett gedacht. Aber man kann nicht Dinge wiederherstellen, die verstrichen sind. Wir sind nicht mehr am Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern am Anfang des 21. Jahrhunderts, wo Fußball dann was anderes geworden ist. Und insofern müssen wir halt irgendwie diesen eigenartigen Widerspruch aushalten. Traditionsverein mit einer mächtigen Geschichte, der halt doch aber auch nicht nur verlieren will, sondern was gewinnen und in der Europa League oder vielleicht sogar in der Champions League spielen will. Und ich verweise da immer auf einen sehr großen Verein, namens Barcelona. Die haben es irgendwie geschafft, mit Problemen immer wieder auch, zugleich beides zu werden. Einmal ein hoch erfolgreicher Fußballverein und zugleich immer noch verkörperin katalanischen Bewusstseins. Das heißt immer noch. Das heißt, die haben so eine sozial-kulturelle Bindung an die Stadt, an die Region, die immer sehr, sehr stark ist. Ich glaube, meine Kollegen aus Barcelona. Mhm. Und sind zugleich ein hoch erfolgreicher Verein. Das heißt, man kann das auch irgendwie ausbalancieren. Es geht schon auch. Man kann zugleich, oder auch selbst Liverpool, ich meine, da ist es eigentlich hakelig mittlerweile. Mit diesen fremden, eigenartigen Eignern, mit den amerikanischen Besitzern, das ist ja nicht so angenehm. Ne? Aber dennoch bleibt so ein winziger Rest von. Selbst in England, wo ja das Publikum mittlerweile ziemlich wohl ausgetauscht haben wird, wie wir annehmen, aufgrund der Preise einfach ist es so. Selbst da bleiben so Reste von dem alten Ding da. Die singen immer noch, You'll Never Walk Alone, singen immer noch. Und ich habe das erlebt in den 80er Jahren. Das war schon was Leibendes, obwohl ich aus Arsenal-Anhänger bin, war das schon ziemlich beeindruckend. Ja. Ja. Das heißt, diese eigenartige Art von doch eher maskuliner Kultur, die ja völlig überholt mittlerweile ist. Das ist ja das Witzige am Fußball, da finden Verhaltensweisen statt, die können ausagiert werden sogar. Sogar immer wieder. Die sonst kaum mehr toleriert werden, von Männern nämlich. Man kann fluchen, sie wie ein Schwein aufführen. Und das ist nicht sanktioniert. Und das finde ich nicht so schlecht. Das heißt, diese quasi therapeutische, sagen wir, blöd formuliert, Wirksamkeit der Präsenz im Stadion selber, im Wissen, dass das ein beschränktes Ding ist. Das beginnt und hört auf. Und da ist man halt irgendwie ein bisschen außer sich auch. Und ich halte mich immer für einen halbwegs reflektierten Menschen, halbwegs halt, nicht, weil das geht, für ein Subjekt. Aber ich habe eher Deck mit dabei, dass ich Dinge von mir gebe im Stadion, wenn ich mich recht ärgern muss, die man sonst, die ich sonst nicht so sage. Und selbst mein werter Freund Wadertaner, immerhin ehemaliger Reisiger des Staatsarchivs, neben mir, also wenn der dann in Stimmung kommt, ist es auch nicht so, wie es für einen Staatsarchivsleiter sich gebührt und geziemt hätte. Ne? Das heißt, ich hoffe, dass man jetzt besser ist, wenn das gesagt hat. Ist halt so, er weiß es eh. Und das ist auch der Sinn der Sache, dass man das wirklich machen kann. Wobei, wie gesagt, es gibt die Grenzen, die mich immer schon gestört haben, ohne jenseits politischer Korrektheit.
Rassismus, Homophobie, das ist mir immer schon auf den Nerven gegangen. Aber das finde ich nicht lustig. Ne? Aber Arschlochschimpfer, ein Typ, man Schiri zum Beispiel, mein Gott, ja. Warum es auch immer Tod und Hass sein muss, verstehe ich auch nicht so sehr, aber mein Gott, ja, wenn es denn sein muss. Das heißt, so ist im Grenzbereich. Aber wirklich, jenseits für mich sind immer Fragen von homophobe Geschichten und Geschichten des Rassismus. Da gibt es irgendwie auch keine, da habe ich auch kein Verständnis dafür, muss ich gestehen. Sie haben ja auch vorher schon gesprochen, dass Sie die Fans in den 80er Jahren erforscht haben. Ja. Ja. Das machen Sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Sie ja, beobachten es wahrscheinlich von der Seitenbühne. Ja, aber ohne Sie beobachten das. Wie ist Ihr, ich meine, ich stehe ja selber in dem Blog, ich verhalte mich da jetzt ganz neutral, sage ich einmal. Aber wie sehen Sie jetzt diese Fankultur, diese Subkultur, Ultrasubkultur, die ja natürlich immer sehr stark in der Öffentlichkeit, sehr stark in der Kritik steht, gerade bei Rapid, weil es eine sehr große. Allerdings auf der anderen Seite gerade in den letzten Tagen und Wochen sich sehr, sehr solidarisch erklärt hat, immer auch sehr karikativ unterwegs ist. Und ich weiß, dass aus eigener Erfahrung wirklich eine unheimlich solidarische Gemeinschaft ist. Also die wirklich auch Schwache aufnimmt, unterstützt. Die Außenwirkung ist natürlich einerseits die tollen Choreografien und die lautstarken Gesänge. Dann gibt es halt natürlich immer das eine oder andere Problem, was dann halt von den Medien auch teilweise massiv aufgegriffen wird, die Medien selber, Medien und Blog West, das ist ja auch nicht gerade eine große Liebesbeziehung. Was ich verstehen kann. Also ja. Aber wie sehen Sie das, die Fankultur heute, ein bisschen von außen vielleicht, im Vergleich zu 80er-Jahren, wo aber auf der anderen Seite eine Handvoll Leute nur dort waren, darf man auch nicht vergessen. Ja, nein, es ist schwer zu vergleichen. Also, wie gesagt, erstens war ich dann wirklich damals präsent im Sektor und das war einige Jahre hinweg. Und ich glaube, ich kann sinnvolle Sachen dazu sagen. Jetzt als Beobachter von außen ist das noch was ganz anderes. Also was weiß ich, was wirklich an den Arbeiten passiert. Mir fallen Dinge auf. Mir fällt auf, dass zum Beispiel seit geraumer Zeit die Ultras die Kurven dominieren. Schon lange Zeit, ziemlich lange schon. Und quasi als Ordnungsfaktor dienen. Mittlerweile auch. Also ich habe bei dieser Idee, dass die Ultras ja auch für Ordnung sorgen. In der Kurven. Da passiert, es gibt kaum rassistische Ausfälle, gibt keine mehr aus der Kurven, weil es nicht gut umkommt. Also ich höre kaum welche. Also nein, das ist alles weg. Das heißt, man darf ja auch nicht vergessen, in den 80er Jahren haben ja auch rechtsradikale Unwesen getrieben. Und Gottfried Küssl und zum Beispiel hat akquiriert vor dem Stadion. Also das darf man ja nicht vergessen. Ja. Ja, das war, und das gibt es ja alles nicht mehr. Im Gegensatz, interessanterweise zur Austria wurde die Problematik in den letzten Jahren massiv aufgetreten. So ist es. Nein, das liegt sicher auch daran, dass die Ultras nochmal, und das kann man jetzt so oder so sehen, als Ordnungsfaktor in der Kurve wirksam werden. Die schauen schon, dass da Ordnung ist, das unter Anführungszeichen. Das ist halbwegs. Das Credo ist keine Politik. Ja, aber wobei natürlich auch die Kurve Politik macht. Natürlich. Ja, keine Politik ist die Formulierung. Aber hat keine Partei oder Praxis keine ist die, dass man da halt schauen muss, nicht allzu schlecht aufzufallen. Das ist vernünftig. Andererseits verstehe ich sehr gut die Haltung der Ultras den Medien gegenüber, die immer wieder auch, nämlich die Medien, keinen genauen Blick sie erlauben, sondern einfach ihre schon Wissen, Vorteile äußern und entwickeln sich darum kümmern, die meisten nämlich, die darüber schreiben. Es gibt schon Leute, die das andere anders aussehen. Aber es ist ein vergleichbar ähnlicher Diskurs, der mir schon vor 35 Jahren auf Nerven gegangen ist, in den 80er Jahren, als Journalisten einfach mutmaßlich ihre Blickweisen, wo auch immer hergezogen haben und dann abgesondert haben. Das hat mich damals sehr geil gehabt, weil ich, wie gesagt, vor Ort war, man das angestellt hat, was da wirklich abläuft. Das war viel komplizierter als die Debatten, die Kollegen, die darüber geschrieben haben, jetzt formuliert haben. Da ging es viel mehr auch damals schon um Fußball als um Gewalt zum Beispiel. Aber Gewalt ist eigentlich das spannende Thema. Gewaltausschreitungen, das liebt die Presse. Ja, das ist eine gute Geschichte. Das ist eine gute Geschichte. Geschichte. Aber irgendwelche karitativen Tätigkeiten von Fans, von Ultras, ist eine fade Geschichte. Ja, das wollte ich gerade sagen, weil warum tun sich Medien oder die Öffentlichkeit so schwer, diese Dinge, gerade jetzt auch, gerade in dieser Corona-Zeit, ich rede gar nicht nur von Ultras Rapid, aber die Ultraszenen generell, weiß nicht, ob Sie beobachtet haben, in Italien speziell, auch in Deutschland, da wurde vereinsübergreifend geholfen, also da spielten dann Farben oder Rivalitäten keine Rolle, in Bergamo wurden Spitäle gebaut, in Zagreb, und ich meine, das sind nicht gerade die bravsten Jünger, die wurden Kliniken, also wurden Menschen aus Erdbebenhäusern gerettet. Also da gab es keine Sekunde, wo die gezweifelt haben daran, und da wurden auch vereinsübergreifend Aktivitäten gesetzt. Das alles findet halt dann nicht statt. Jetzt liest man in den Medien wieder, dass die Ultras generell gegen Geisterspiele sind.
Ja. Ja. Und das, ja, natürlich schon, aber steckt ja schon noch was dahinter. Ne? Ich meine, die sind ja, auch wenn es viele nicht gern hören wollen, aber das sind ja keine blöden Leute. Nein, überhaupt nicht. Ja. Also ich habe ja vor meinem geistigen Auge eine Reihe von Schriften, Flugblättern der Ultras, die wirklich nicht blöd sind. Also das sind ja vernünftig argumentierte Menschen, das sind ja keine Idioten, das darf man nicht glauben. Das glauben nur Idioten, damit Journalisten, dass sie Idioten sind. Ja, nicht nur Journalisten, sondern auch die Öffentlichkeit. Ja, die hat halt die Sachen halt. Aber das wird natürlich von den Medien so transportiert. Ja. Ne? Ich meine, es ist sehr schwer, bestimmte lang andere Vorteile zu durchbrechen. Die sind einfach langwirksam. Die Ultra machen Lärm, machen Gewalt, sind gefährlich. Für Kurvenfans. Diese eigenartige Differenzierung zwischen braven und nicht braven, guten und bösen Fans zum Beispiel. Ne? Das ist auch so eine Strategie. Damit kann man halt Geschichten erzählen. Ne? Der Redelsführer und das ganze diese klassischen Strukturen, medialen Berichterstatter, die wir damals schon in den 80er Jahren kritisiert haben und versucht haben, in ihrer Logik nachzuweisen, wie sie funktioniert, das ist immer noch da. Ne? Nur hat es halt andere Gegenstände. Damals gab es eben 4, 5, 6 sichtbare Fanclubs, die Roten Teufel, die Grünen Teufel, die Terrorszene und ein paar andere auch noch in den 80er Jahren. Jetzt sind es halt dominante Ultras, die den Kurven definieren wesentlich. Ne? Immer noch. Wo ich glaube, langsam bröselt es am Rand bröselt es eh schon ein bisschen, kommt beim Amt mehr vor. Aber das ist vielleicht nur, da täusche ich mich da. Es herrscht schon eine, muss ich sagen, so eine relative. Ist recht homogen, in meiner Geschichte. Ist relativ sehr homogen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich kann da nichts sagen, weil ich bin ein Rüberschauer, ich schaue auch rechts rüber und sitze ziemlich nah dran mittlerweile. Schau mal die Burschen an und denke mir, okay, ja. Aber ich würde mir nicht erlauben, da irgendwelche sinnvollen, wissenschaftlich begründeten Urteile abzugeben, weil das war sehr unredlich und das steht mir nicht zu. Weil nur weil ich umschaue, bin ja kein Journalist. Der Bootsmaster kommt irgendwie das Gefühl, sondern ich habe immer gedacht, ich muss mir das genau überlegen und schauen, was da passiert. Also insofern, ja. Aber Sie haben trotzdem noch einen interessierten Blick. Ich habe einen interessierten Blick, weil ich ja Teil dieser ganzen Kultur bin. Genau, ja. Ich bin ja Teil des Stadions. Ja. Ne? Also insofern. Und ich fand immer an Arbeiten ein von meinem, eben von dem schon erwähnten, zu Beginn erwähnten Christian Promagier aus Frankreich, der mir in seinem Studium über Olympique herausgefunden hat, was ich unheimlich spannend gefunden habe, aber das sind jetzt frühe 90er Jahre, dass im Laufe eines Lebens ein Fußballfan sozusagen ein Stadion durchwandert. Das mit dem Papa auf dem Besenplatz, dann bei den Fans und dann wieder langsam mit Alter und Karriere auf dem Wiedermacht, das ist eine Runde durchs Stadion gleichermaßen. Hat er für Olympique in den 90ern auch gezeichnet gehabt, was ich nicht unspannend finde. Das heißt, nicht ewig, nicht immer bleiben alle in der Kurve stecken. Manche schon. Ja, ich stehe immer noch. Ja. Aber, solange sie mir noch tolerieren, die Jungen, bleibe ich halt tot wahrscheinlich. Das heißt, also insofern, das ist echt ein sehr allgemeines Modell und das ist gewonnen aus der Analyse von Olympique Marseille. Aber es stimmt natürlich. Ich glaube, dass das nicht interessant ist. Und das macht es, gibt ja dem ganzen eine Dynamik auch. Ne? Ich kenne sehr viele Leute jetzt auf der Seitentribüne, mit denen bin ich als Kind noch im Block West gestanden. Ja. Und jetzt, eben, diese Wanderung im Stadion selber ist ja, hast du aber auch was für die Publika im Stadion. Das heißt, da ist ja, bleibt ja was da von diesem. Man geht ja nicht ohne Ballast weiter. Das ist ja Teil seiner Biografie, dass man da mitnimmt, wenn man immer auf die Süd oder auf den Nord geht, wie man früher gesagt hat. Ne? Das heißt, aber ich bin da ein schlechtes Beispiel, weil, wie gesagt, ich bin einfach erst sehr spät in den Stadion. Ich bin an sich, in den frühen 80er, mit den 80er als Forscher in der Kurve herumgestanden. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte was vom Spiel sagen und bin auf die Süd gegangen. Noch kurz zum das Thema Stadion. Sie haben auch einmal in einem Interview gesagt, dass früher die englischen Stadien nach Bier, nach Urin und so weiter gerochen haben. Ja. Das Hanapi-Stadion auch seine eigenen Gerüche schon mittlerweile hatte, aber irgendwo halt dazugehört. Wie wohl fühlen Sie sich im neuen Stadion? Ach Gott. Abgesehen geht vom mangelnden sportlichen Erfolg. Ich weiß nicht so recht. Ich kann mich nicht so richtig anfreunden damit, muss ich gestehen. Ich war so lange in Hütteldorf draußen im Hanapi-Stadion. Ich kann es nicht wirklich begründen. Okay, es ist ein bisschen eng geworden, sagen wir mal so. Man. Was soll sein? Irgendwie ist es halt sowas von. Das Besondere geht man irgendwie ab. Das Hanapi-Stadion war ein Stadion was Besonderes. Nicht nur, weil es ein ehemaliger Kicker entwickelt hat und entworfen hat, wie wohl es eigentlich umgebaut wurde, aber es war seine Idee. Es ist irgendwie, was wir jetzt haben, ist halt so ein klassisches, neumodisches Fußballstadion. Und irgendwie, vielleicht dauert es Jahre, bis ich mich dann wohlfühlen kann. Das alte Hanapi-Stadion war ja
wurde ja von, auch nicht von Beginn an so heiß gelebt. Ne? Das ja, darum sage ich ja. War ja auch der Titel 82, war ja so dieses, diese ja. sogenannte eigentliche Geburt des Hanapi-Stadions. Ja. Ich würde sagen, das... Vielleicht fehlt auch einfach irgendwann wirklich einmal der sportliche Erfolg, ein Derby-Sieg oder wie auch immer. Ne? Ja. Also, es wird einer nicht reichen, glaube ich. Ja, einer wird nicht reichen, aber einer wäre schon mal ein Anfang. Ne? Ja, vor allem was anderes. Das wäre schon mal... Nein, ich denke mal, es kann schon werden, dass sein, dass das Stadion im Laufe der Jahre wirklich zu dem wird, was es von Beginn an sein sollte und wollte. Ein geliebter Ort, den man halt dann seinen eigenen Verein beobachten und verfolgen, unterstützen kann. Aber ich fühle mich, wie gesagt, jetzt, ich fühle mich einfach noch nicht so richtig wohl drin, muss ich sagen. Und meine Freunde geht es genauso. Das ist interessant, das hört man von sehr vielen Leuten. Und ich tue mir schwer zu begründen. Ich könnte sagen, es ist ein bisschen eng geworden, aber es ist alles... Es ist, irgendwie habe ich noch kein richtiges Gefühl dafür. Mhm. Und ich sage bewusst noch, weil es ja sein kann, dass mit im Laufe der Zeit dieses Gebäude dann wirklich nicht mit nur mehr einen Gebäude, großen Erfolg vielleicht nicht nur mehr Gebäude wird, sondern irgendwie auch Geschichte kriegt und dann vielleicht auch ein paar Siege mit erzählen kann, nicht nur Zahnpartien. Haben Sie auch das Rapideum schon besucht? Natürlich, klar. Das ist so Ihre Profunde, Ihre. Das haben sie profund, aber ich habe es, glaube ich, ganz gut gemacht. Mhm. Also, ich kenne eine Reihe von vergleichbaren. Sie wurden aber nicht irgendwie nicht involviert oder haben mitgeholfen oder nein, das sind gefragt oder wie auch immer. Nein, das bin auch nicht mal besser. Nicht gefragt, nein, aber wie das sein können, für Ihre Expertise. Nein, so das, da gibt es auch andere. Ja. Also insofern, aber wenn es vergleicht mit anderen Vereinsmuseen in Stadien, vor allem das in Leicester ein, weil das, weil ich habe es in Leicester an der Uni war und dann auf dem Stadion war, im alten Stadion mit. Ne? Das war schon irgendwie auch ganz okay. Also insofern gemessen daran, es ist kein schlecht gemachtes Stadion, finde ich. Also insofern ist das Stadion. Museum. Das Museum. Weil es irgendwie, auch von der Gestaltung her, ich bin jetzt kein großer Museumspädagoge, aber ich habe auch in Ausstellungen gearbeitet gehabt und das auch gemacht. Also insofern bin nicht ganz unbeleckt mit solchen Sachen und habe einen gewissen ästhetischen Sinn, weil ich an der Kunstuni war. Ja. Also insofern denke ich mir, es ist ästhetisch ganz gut gelöst. Es ist nicht überladen. Also das Ausstellung war völlig überladen. Das Problem ist, es gibt ja auch nicht viele Exponate. Also nein, das ist wieder. Es wurden ja, naja, aber es gibt ja auch nicht sehr viel, wie Rapid bis in die 70er, 80er Jahre ja nichts aufgehoben hat. Ja, ja. Das ist aber nicht so schlecht. Also ich finde nichts mühsamer als angeramschte Museen, wo man keinen Blick für was hat. Sie waren auch schon im Austria-Museum. Ich war im Austria-Museum, okay. Das ist ja völlig angeramscht. Das ist ganz grausig. Ich kenne es nicht. Das ist ästhetisch. Also gerade für die Austria, mit ihrem ästhetischen Sinn von Oberklassenkultur, Bürgertum, ist das eine neppige Gestaltung, muss ich sagen. Ästhetisch ist das letztklassig. Also das ist nicht mehr modern, das ist vormodern irgendwie noch. Das ist überhaupt nichts, muss ich mal ganz laut sagen, bei aller Freundschaft meinen Austrianer Freunden gegenüber. Das ist ganz missglückt. Da, gemessen daran ist das ein sehr klar gemachtes, sehr eindeutig definiertes, klare Linien hat ein Museum, das durchaus museumsmäßig meines Erachtens schon was hermacht. Ich möchte zum Abschluss vielleicht noch einmal kurz zu Ihrem Kerngeschäft oder Kernthema, wenn Sie wollen. Sie haben sich ja sehr, sehr intensiv mit dem Wiener Fußball beschäftigt, speziell in der Zwischenkriegszeit. Wo würden Sie, oder was kann man festmachen, wann hat der Wiener Fußball so massiv an Bedeutung verloren? Boah. Kann man das? Kann man schon sagen, ja. Ich würde sagen, das muss man in mehreren Etappen sehen wahrscheinlich. In der Zwischenkriegszeit war er geprägt von zwei wesentlichen Wurzeln. Das habe ich schon x-mal geschrieben gehabt. Die sind nicht mehr ganz so neu, aber ich halte das immer noch für richtig. Den Moment des Proletarischen, das haben die Spieler, die Zuschauer, das war bei Austria und bei Rapid interessanterweise, war das auch so. Austria hat ein paar bürgerliche Spieler, aber im Prinzip war das dasselbe, von der sozialen Zusammensetzung her. Und dem Diskurs drüber, das war das Wiener Feuilleton, das die große Schreibkunst der Zwischenkriegszeit, die meistens jüdisch war. Brillante Autoren, die kein Mensch mehr kennt, Emil Reich zum Beispiel, eine Reihe von großartigen, witzigen, präzisen Beobachtern und genauen Skizzieren von Fußballwirklichkeiten. Mit der nötigen ironischen Distanz oft damit dazu auch. Das ist weg, das verschwindet, das Moment geht verloren, die werden alle umgebracht im Holocaust, die verschwinden, gibt es nicht mehr, offenbar 40. Was bleibt, ist diese alte Fußball, das proletarische Moment bleibt ein bisschen noch. Das würde ich sagen, dauert an bis in die 60er rein, dann geht es auch verloren. Das heißt, das ist auch ein klassisches Argument, nicht so originell, mit dem Ausweiten der Freizeitmöglichkeiten, mit dem Urlaub in Italien, mit all diesen Geschichten, mit dem eigenen Auto,
ist Fußball nicht mehr so wichtig für Wiener Population und Männer, als es noch Jahre vorher war. Das heißt, da ist es, und gleich mit dem zugleich mit dem Aufkommen anderer Vereine aus der Provinz, solchen Provinz, die immer sichtbarer werden bis zum LASK 65 und dann Meister werden, da geht die Wiener Kultur langsam, sie verschwindet nicht, sie verblasst nur langsam, würde ich sagen. Sie ist auch immer noch ein bisschen da. Aber als bestimmtes, mächtiges Moment einer Stadtkultur, was bis in die 50er Jahre war, ist Fußball nicht mehr zu definieren, würde ich sagen, in Wien. Das ist schon wichtig, aber wenn man sich anschaut, die Zeitungsberichte und spärlichen Filmrollen im Fußball der Wien der 50er Jahre, ist es schon ein ganz anderer Ton, der einem da entgegenschlägt, verglichen mit der Gegenwart. Das heißt, es ist Teil einer Stadtkultur, ein wichtiger Teil. Heute auch noch? Ich würde sagen, nicht mehr ganz so wichtig. Ich würde sagen, es geht schon noch auch, aber halt hat sich verschoben. Ich glaube, die Wichtigkeit, ich würde folgende These wagen. Das kann ja schief auch sein, was ich argumentiere. Aber bis auf in die frühen 60er ist ein Fußballzuschauer vor allem ein Vereinsanhänger. Das ist ein Rapidler Austrianer. Seit den 60er, 70er Jahren kommen dazu Interessierte. Das heißt, Leute, die Fußball schon mal interessieren, aber halt nebenbei andere Sachen auch wichtig finden. Die gehen an das Musical, was auch immer sie machen. Sonst spielen Tennis oder was anderes, interessieren sie für Tennis, was auch so immer. Ich glaube, das ist die Veränderung, die man beobachten kann. Diese Ausschließlichkeit dieser Fußballkultur in der Stadt, im Sportbereich, gab es nämlich auch Speedway, gab es alles. Gab auch Boxen. Aber die zentrale Figur war immer noch die, und es war nicht nur aus, das war ja nicht nur aus der Rapid, das war ja die ist der Sportclub Wacker, Admira auch noch bis zum Teil. Wiener zum Beispiel auch noch. Ja. Das heißt, das war eine Staatskultur geprägt von eben nicht nur zwei, sondern mehr Vereinen, die alle ihre sichtbare Anhängerschaft gehabt haben. Und die so ein Gebräu von gebildet haben, das irgendwie wichtig war, dafür, wie die Stadt von vielen Menschen wahrgenommen wurde. Und das hat sich verändert, einfach auch aufgrund der anderen Freizeitgewohnheiten und man, das sind alles banale Argumente und. Das heißt, das Fußball, das heißt, was wir beide sind, das sind einfach altmodische Relikte von einer alten Kultur, in Wirklichkeit. Mit uns auch ganz, ganz viele andere auch noch. Mhm. Aber wir sind jetzt ja zeitgemäß. Also der zeitgemäße Fußballanhänger schaut sich Fußball im Fernsehen an, geht manchmal ins Stadion und denkt sich, okay, ja, so, schau mal die Rapid an, wenn ich später spiele, gehe zur Red Bull oder wo auch immer hin. Ja. Das heißt, oder schau mal halt, schöne Spiele, Anführungszeichen, im Fernsehen an. Schauen wir die richtig großen Mannschaften an. Von Bayern abwärts bis in Liverpool bis zu Barcelona. Ja. Aber das ist eine andere Welt. Ne? Das ist nicht dasselbe. Oder selbst das Nationalteam. Das ist irgendwie ein Wiener Team bis in die 60er Jahre war in Wirklichkeit. Ne? Und dann österreichisch wurde, unter Anführungszeichen. All das hat nicht mehr den Stellenwert oder einen anderen Stellenwert, als wir in neu erlebt haben und für uns noch aktualisieren. Das heißt, wenn wir jetzt den Worst Case annehmen, dass es Rapid und Austria nicht überleben sollten, diese Krise, würde der Stadt aber schon einiges fehlen. Natürlich, ja, das ist eigentlich klar. Also das, oder Wiener Sportclub. Es ist jetzt schon traurig genug, dass ich habe noch erlebt, die Wiener und den Sportclub in der obersten Spielklasse. Noch. Selbst Simmering habe ich erlebt. Simmering, VVC, ja. Das ist also wenn es Austria und Rapid nicht gäbe, dann wäre für Wien, aber ich kann mir sagen, das ist auch für mich unvorstellbar. Nein, es ist unvorstellbar, aber Gedankenspiel. Gedankenspiel, genau. Wenn es denn so wäre, dann wäre aber Fußball nur mehr als Fernsehfußball interessant. Da war man in der Gegenwart angelangt, wie gesagt, da wird man nur mehr Fernsehfußball. Gut, hoffen wir, dass es... Ja, das kann... Nein, das ist jetzt nur so ein Gedankenspiel, weil Sie vorher gesagt haben, dass der Stellenwert der Vereine für die Stadt auch in den letzten Jahrzehnten ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Ja, für die Stadtkultur, für die Population in der Stadt selber sicher nicht so wichtig wie früher. Oder nicht so durchgängig dominant. Das liegt vielleicht auch an der Bevölkerungsstruktur. Natürlich, ne? Die Migration, Einwanderer sind natürlich... Obwohl, es war verdammt viel... Ex-Jugoslawen, damals der Jugoslawen, in Osteuropa, in Hütteldorf. Naja, weil Rapid immer eine Tradition an guten Ex-Jugoslawischen. Petar Brodzic. Ja, bis hin noch zu Savicevic noch in den 90er, späten 90er Jahren. Da waren schon die Burschen schon da. Ja. Ne?
Es waren auch viele Türken da, wie, der, wie zum Beispiel Felix gut gespielt hat, zum Beispiel. Ja, also Felix mit Kortmaz, ja. Ja, ja, aber, das, zum Beispiel, ja genau. Aber das sind jetzt wieder keine Vereinsanhänger, so wie wir es vorher naja, kurz besprochen haben. Naja, die können es werden. Das kann man schon werden auch. Also Migration heißt ja also Teilhabe an gemeinschaftlichen Erfahrungen. Und wenn das, also ich glaube, also wir haben bei unserer Runde einen Kollegen dabei, der ist Bosnier, der gute Boschke, und der ist gekommen nach dem Krieg in Jugoslawien und ist ein ewiger Harabitler. Und ist bei unserer Runde dabei. Ja, deshalb ist es ja auch so wichtig, dass Fußballvereine, aber auch Sportvereine diese Zeit überstehen, weil sie auch eine sehr, sehr integrative Aufgabe haben. Ich fange von den Kinderfußball, Nachwuchsfußball. Ja. Deshalb alleine wäre es einfach schon wichtig, dass diese Vereine alle, und das sage ich jetzt auch als Rapid-Anhänger, also alle Vereine, auch die Austria, auch die Wiener natürlich und Sportclub und so weiter, alle diese Zeit überleben. Herr Walk, ich möchte mich jetzt herzlich bedanken. Bitte, das ist jetzt sehr lange, eine Stunde, 15 Minuten. Das war aber ein sehr... Ich finde, Sie schneiden einfach zusammen, was nein, Sie ich schneide gar nichts zusammen. Doch, eine Stunde, 15. Schneiden Sie nur zu. Interessante Einsichten ein bisschen anders. Ich bedanke mich für die Zeit. War mein Vergnügen. Ja, und ich hoffe auch für meine Hörer und Hörerinnen, war die ein bisschen andere Sicht auf den Fußball unserer Rapid. Ob es so anders war, weiß ich nicht. Ein bisschen anders vielleicht schon. Nicht tagesaktuell hauptsächlich. Das meine. Und doch geschichtlich und so weiter, ganz interessant. Danke alle für Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit. Thank you.